So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Diesmal haben wir den Frederik mit Mentor Miracles gegen den Marc mit Moonstompy. Und passend zu Moonstompy habe ich mir den Dominik eingeladen. Ja, servus. Der kann das Deck so ein bisschen. Ja, spiele ich öfters mal. Auf X-Match bin ich dafür quasi berüchtigt. Mit mehr meiner berüchtigt. Crit-Rate. Mehr berüchtigt. Ja, mehr berüchtigt. Ja. Ja, wir haben hier Mentor Miracles UWR Deck. Counterbalance, ich habe Forsoville gesehen, ich habe Terminus gesehen. Ja, und ein Mulligan von Moonstompy. Ja, ist bei dem Deck nicht immer so schön. Gerade gegen Miracles, gerade wenn der Miracles-Spieler halt weiß, dass es Stompy ist, hält der in der Hand mit zwei, drei Countern und dann ist die Sache meistens schon gegessen. Ja, bin ich gesehen, zwei Forsoville. Du kannst dann halt auch einfach mal deine komplette Hand als Mentor-Spieler, also als Miracle-Spieler strippen für die Counter und weißt, dein Top-Deck macht das Spiel. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das ist beim Moon meistens nicht so. Nee, also Moon braucht halt jede einzelne Karte, aber die Hand war halt unhaltbar. Ich sehe Trinisphäre, ich sehe Blood Moon. Rebel Master, habe ich den gesehen? Den habe ich gesehen, oder? Ja. Da ist auf jeden Fall ein Turn 1 Drop auf der Hand. Jetzt ist die Frage, ist das schon Mulligan um 2? Weiß ich nicht, müsste nicht. Nee, es ist nur Mulligan 1. Okay. Man hat hier, glaube ich, einfach überlegt, ob man die Hand hält, weil man legt ja nicht eine Karte runter und schaut dann, ob man die Hand hält, sondern man muss sich das ja direkt machen. Chromax kommt durch. Exile Blood Moon. Blood Moon ist sowieso relativ irrelevant geworden. Ja, Blood Moon ist nicht mehr so. Zwei Mana Chalice auf 1. Gegen die Hand. Ja, ich wollte gerade sagen, die kann man. Da ist halt eine Bubble, eine Counterbalance und Double Force of Will. Die kann man echt resolven lassen. Ja. Auf der anderen Seite, das Deck hat halt eine Menge One-Drops. Ne? Ja, das ist halt die Sache, aber du kannst sie halt in den Mentor auch einfach reinspielen. Trotzdem. Ja, du generierst ja dann einfach Token. Dann braucht Moonstompy braucht dann einfach die ganzen Hanging Bridge und eine leere Hand. Da Bubble? Kommt die Bubble. Bubble. Bubble, Bubble. Bubble, Bubble. Mountain. Mountain, das ist sogar gut für den Mondspieler. Ja. So, da droppen wir einfach mal eine Trinisphäre. Die muss geforst werden. Ja, oder man sagt sich halt so, er hat nur noch eine Handkarte, die kann gar nicht so gut sein. Ja, aber wenn halt der Rebel Master wie jetzt auf der Hand ist und der einzige Removal ist auf 1, dann wird das halt schon schlecht. Ja, man hat aber noch Terminus. Also da ist schon einiges und der Rebel Master kann ja auch in zweiter Runden erst wirklich was machen. Ja, weil jetzt muss man eigentlich schon Forster für strippen. Kann man nicht mehr. Trinisphäre. Das ist wahr. Und der Removal ist halt auch weg. Ja. Ein Damage. Jetzt kann halt passieren, dass der Rebel Master einfach mal das Spiel gewinnt. Ja. Macht der öfter. Warst du da tatsächlich? War der die Liste mit dem zweiten Goblin? Nein. Nur 4 Rebel Master. Also es ist die super, super Standardliste. 4 Rebel Master, 4 Khan, 4 Chandra. Chandra. Ja, 3 schon geschoben. Ja. 3 Bridges. 3 Trainingsphären, also eine ganz normale Standardliste. Wahrscheinlich das, dann noch 3 Bonecrusher Giant. Ja, genau. Wer das Deck mal gerade zur Standardliste auch mal sehen möchte, das ist auch auf dem Channel, das ist unten verlinkt in der Beschreibung. Genau wie das Mentor Miracle Deck. Ich muss das jetzt mal ein paar Mal mehr erwähnen, weil ich werde andauernd gefragt, ob ich Listen und Deck zu den Videos habe. Ja, habe ich. Könnt ihr euch angucken. Auf meinem Channel. Ich muss mir mal angewöhnen, unter den Matchups von mir meine Deckliste zu posten. Ja, entweder unter den Matchups oder unter den Decktags, genau. Ja, das wäre halt mal echt nice. Ja, das hatte ich neulich auch wieder in Diskussion zu. Ja, hier haben wir wieder mal einen Mulligan. Jetzt ist der Mulligan sogar noch angenehm, weil man zieht ja eine Karte. Ja, ich habe gesehen, Mentor hatte Double Force, aber es war, glaube ich, beides Force of Negation. Ja, die kann halt in der gegen die Liste echt schlecht sein. Gegen die Planeswalker Prison. Oh, gegen die Planeswalker Prison Liste. Ist die halt nicht so geil. Ja. Gut, hier Namen Sideboarden. Was nimmt man hier rein als Mondspieler? Pyroblast. Und die große Chandra. Wenn die im Sideboard ist. Ja, ansonsten Pyroblast. Ich glaube, das ist so. Ja, den Ruhl. Als Mentor geht man, glaube ich, einfach nur auf mehr Counter aus dem Sideboard vielleicht. Besseren Removal, also Wear and Tear. Ja,
Man hat Engineered Explosives hin und wieder mal. Ja, stimmt. Die kann man auch gut zocken. Auch ziemlich gut, ja. Kein guter Start. Nee, das ist Snow Covered Mountain. Also ist die Frage, ob man den braucht als Moonspieler. Anscheinend schon. Ja, wieder eine Chalice of 1. Die schönen Judge Reward. Habe ich mir hart erarbeitet. Als Judge. Ey, eine hast du von mir. Ja, sag ich doch. Ja, ja. Die Chalice Force ist halt auch so meh. Ja, ja, aber vor allem mit Force of Negation, mit Pitch of Force of Will. Aber wenn man sonst nicht viel hatte. Ich glaube, das ist schon wieder ein Rebel Master auf der Hand, oder? Rebel Master und ein Affe. Ja. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist die Frage, ob der. Ja, okay, wenn zwei Force of Negation auf der Hand waren, gegen den Rebel Master macht Moonstompy dann. Mentor Miracle dann halt auch nicht so viel mit dem Counter. Ja, geht. Man kann den Rebel Master halt countern oder halt removen. Ich sehe jetzt auf der Hand halt. Bei dem, was er halt sieht, da ist halt ein Swords mit in dem Ding. Aber er hat das, die Ebene nach ganz unten gelegt. Das heißt, genau, er wird irgendwas haben, da dran zu kommen. Das war gut. Das war echt gut. Jo, ne? Ja. Der connectet auf jeden Fall mit einem Token. Ja, der macht halt jetzt nicht so viel, aber da kann schon noch was kommen. Jetzt ja, vor allem, weil jetzt hier nochmal Panda, okay. Weil man hier jetzt auch gesehen hat, dass Frederik einen Swords to Plosches bekommen hat. Ist das eine Insel, eine Ebene? Und ich habe es nicht gesehen, was in der Mitte war. Das weiß nicht, ob man das halten möchte. Ja, vielleicht ja. Die letzte Karte. Genau, ja, Ebene Swords. Für das Swords, ja, passiert halt, ne? Genau. Spielt dem Mondspieler sogar in die Karten. Das ist gerade die Frage, wie die Lebenspunkte sind. Echt nicht. Aber da war jetzt eine. Mondspieler wahrscheinlich 21. 21 zu irgendwie 18 oder und so. 17. Nee, 18. Derek. 18. 19, oder? Das war doch ein Force of Negation eben. Ja, aber er hat auch gleichzeitig noch schon mittlerweile jetzt den dritten Beat des Goblins abgekocht. Das ist schon der dritte, jetzt ja. Ist auch der zweite. Erste alleine, zweite wieder alleine, dritte jetzt. Müsste. Ich meine, das wäre das ist jetzt der Nachteil. Man kann es in der Nachbearbeitung, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser sehen als jetzt. Wir sehen ja aktuell nur die Rohfassung. Ja. Da kommt Magus of the Moon. Den kann man schon fast resolven lassen, einfach. Ja. Ich sehe es auch. Also man nimmt sich hier jetzt noch eine Insel. Ja, damit man Doppel Blue hat und dann. Ja. Aber da kommt sich der Mountain. Jo. Dann kann man angreifen und 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Dann kann Moon schon fast alles mitspielen. Ja. Interessant ist halt hier auch wieder Moon Effect mit City of Traders einfach so gut, dass der einfach nicht geopfert wird bei einem neuen Land. Die Blatzern ist sogar noch besser. Aber halt mit den Ancient Tomb schlechter. Genau. Und generell aktuell, jetzt, wenn wieder mehr Duels gespielt werden, ist der Moon halt einfach viel besser. Das stimmt. Als Effekt. Ja. Hier geht man hauen, kommt ein Swords to Plowshares auf den Moon. Ui, da hat man gerade Mana equipped, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und das war sogar wichtig. Jetzt ist die Frage, hat gezogen. Jo. 6 Mana Schande. Unkonterbar. Ich will das nur mal erwähnen. Da fliegt dann erstmal ein Counter und danke für das Leben. Genau. Ja, das passiert und dann geht halt jetzt hier Chandra Plus Effekt, der Gegner kriegt ein Emblem. Zu Beginn des Upkeeps kriegt er einen Damage und das deckt nun mal jetzt. Ja, das kriegst du auch nicht weg. Nee. Und gerade noch gibt es keine Möglichkeit, Embleme wegzukriegen. Ich würde es ganz gerne haben. Ja, wäre irgendwie schon fast wichtig. Ja. Da kommt ein Teferi. Ja, Teferi bounce den Token. Einfach nur eine Karte zu ziehen. Ich hätte schon fast gedacht, das wäre der Mentor, aber den Mentor kann man mit der Chandra halt auch einfach grillen. Ja. Ja. Kriegt los. Zweiten. Was hat man da auf der Hand gehabt? Ein Rebel Master? Oh, noch eine Chandra. Noch eine Chandra. Ja, das schiebt man. Ja, Conceit. Ja, 2-0 für Moonstompy. Moonstompy wieder ein gutes Deck. War die ganze Zeit gut, meiner Meinung nach. Ja, ich habe es gern gespielt in den ganzen Meter. Ja, auch vor Okoban. Und kurz mal 2-0 Miracle geschraubt. Kann man mal machen. Ja, und eine Chandra gecountert bekommen. Und eine Chandra gecountert bekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.